Immer wieder steht derzeit die These im Raum, eine misslungene Transformation der DDR-Institutionen und ein überstülpten marktwirtschaftlicher Strukturen sowie die Entwertung von Lebensentwürfen seien nun mitverantwortlich für eine fortschreitende Demokratieskepsis sowie den Wahlerfolg der Alternative für Deutschland in den neuen Bundesländern. Lässt sich eine so direkte Verbindung der Wende zur derzeitigen gesellschaftspolitischen Lage aus Ihrer Sicht überhaupt ziehen? Also direkt ziehen im Sinne von pfadabhängig, das führt jetzt sozusagen, also A führt automatisch zu B, nein. Ich finde, das ist unzulässig. Aber hat es einen Einfluss? Ja, natürlich hat es das. Das hat sicherlich einen Einfluss. Es hat ganz klar, aber wahrscheinlich noch stärker stärker in den 1990er Jahren, also vor allen Dingen Ende der 1990er Jahre, Anfang der 2000er vielleicht, hat es ganz klare Wendeverlierer gegeben. Also Menschen gegeben, in der Tat, deren Lebensentwürfe entwertet wurden, die in der neuen Bundesrepublik Deutschland dann auch nicht in dem Maß Fuß fassen konnten, wie sie vielleicht in der DDR Fuß gefasst hatten. Und die einfach nicht von der Wiedervereinigung profitiert haben. Es gibt große Teile, die wirklich abgehängt wurden und auch sicherlich einige, die mit diesem relativ schnellen, also Sie haben jetzt von einem Überstülpen gesprochen, aber zumindest mit dieser relativ schnellen Transformation Probleme hatten. Ja, das gibt es sicherlich und es gibt auch Wendegewinner, also insbesondere auch in Westdeutschland, also Menschen, die sozusagen diese Chance für sich zu nutzen wussten und davon profitiert haben. Und das ist auch nicht unproblematisch. Beides ist nicht unproblematisch. Und das ist vielleicht auch bislang noch gar nicht hinreichend gewürdigt oder hinreichend auch erforscht worden. Das ist sicherlich ein Punkt. Aber sehe ich hier sozusagen eine klare Abhängigkeit oder eine Pfadabhängigkeit? Nein. Ich glaube, das Argument ginge mir zumindest zu weit. Denn wenn wir jetzt hier über potenziell abgehängte Regionen oder abgehängte Lebensentwürfe, abgehängte Menschen sprechen, dann gilt das natürlich auch für Teile von, sagen wir mal, Nordrhein-Westfalen. Also wenn wir uns Teile im Ruhrgebiet ansehen, dann würde man hier auch eine gewisse Perspektivlosigkeit und Ähnliches erkennen. Gleichwohl führt das nicht dazu, dass die AfD, wie beispielsweise in Brandenburg, Sachsen oder Sachsen-Anhalt sozusagen, so starken Zulauf erfährt. Also deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer mit so einer Pfadabhängigkeit, aber hat das einen Einfluss darauf? Ja, ganz gewiss.